Heidi, hallo, willkommen. Na, ich gehe doch von oben. Mal gucken, wie weit er raufkommt. Da bin ich so nur bis da. Stop right there. Our invisible walls have you frustrated? No, not im geringsten. Your invisible walls are richtig gut zu sehen. Ihr solltet sie vielleicht mal ein bisschen mehr, was weiß ich, putzen, damit die fettigen Fingerabdrücke nicht zu sehen sind. Wie wär's damit? Ah, natürlich musst du mich verwirren. Das mag man diese Attacke überhaupt kann. Habe ich überhaupt mal Magma besessen? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, Magma war auch editionsspezifisch. Magma und... Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen. Oh. Magma und... wie heißt's? Ach, hier. Das Elektro-Pokémon. Mensch. Ja, ihr wisst vermutlich, was ich meine. Dieses... Electek, genau. Electek meine ich gerade. Ich meine, Magma und Electek waren wieder editionsspezifisch, doch. Und ich meine, in der roten bekommt man Electek und in der blauen Magma. Deswegen bin ich mir nämlich auch gerade nicht sicher, ob ich überhaupt mal Magma hatte. Weil ich ja die rote gespielt habe. Aber es könnte sein, dass ich mal mit meiner Schwester getauscht habe. Wow! He's got it! Okay, aber bevor es jetzt zum Endgegnerkampf geht, gehen wir noch einmal kurz raus, heilen. Wir wollen mit vollen Kräften gegen den Arenaleiter antreten. Welcome to our Pokémon Center. Ach, schneller, danke schön. Das ging doch mal. Ratzefatz. Ah, komm, lass mich darüber. Dankeschön. Lalala, lalala. War was? War was? I am a child like you dare to challenge me? Very well, I shall show you true terror as a ninja master. You shall feel the despair of poison and sleep techniques. Ja, das kann schon einem stark bedingsen. Und endlich mal wieder ein Arenaleiterkampf mit der schönen Arenaleiterkampfmelodie, die man ja nicht allzu oft hört. Nidoqueen. Ich weiß die Werte von Nidoqueen nicht, weil ich nie... Ich glaube, Nidoqueen habe ich nie besessen. Nidorina hatte ich noch trainiert, aber ich habe es nie weiterentwickelt. Und natürlich bin ich jetzt vergiftet, aber... Naja, ich habe ja noch genügend Pokémon in petto, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, ich benutze gleich mal sowieso einfach mal die Guillotine. Wobei es ist ein Arena-Leiterkampf. Vermutlich wird es nicht funktionieren. Irgendwie sind das so Erfahrungswerte.
Warum habe ich überhaupt mit einem Pokémon, was eine Giftschwäche hat, überhaupt versucht, da anzugreifen? Gut. Stomp macht jetzt nicht so sonderlich viel. Ich bin wieder schön vergiftet. Ah, okay, das war ein Crit. Ah, dann macht, glaube ich, der Stomp doch mehr. Oh, nochmal Minimize. Huiuiuiui, ob ich dich jetzt überhaupt noch treffe? Und ich finde schade, dass die Animation in den nachkommenden Generationen nicht mehr so aussah. Mann, ich fand das schon lustig, dass man dann da so einen kleinen Stern vor sich stehen hat. Golem, natürlich wechsle ich nicht. Golem ist wasseranfällig. Jetzt zu wechseln wäre dann doch ein bisschen schwachsinnig. Aber dankeschön, Krabi. Und Gengar. Oh. Versuche mal dein Bestes. Ich glaube, du gehst eh drauf. Hast du jetzt sowieso nur den Blubstrahl, der nicht sonderlich viel abzieht? La 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 la. X-Attack. Oh oh. Gengar macht schon genug Schaden. Vor allem Gengar würde mich mit einem Nachtnebel sofort... okay, ich bin weg. Sofort besiegen. Gut, als nächstes haben wir dann Mauzi auf der Liste. Fehler. Dann Effekt. Ja, toll. Okay. Freitod. Stats, was hat Radikal denn? Hyperfang, Quick Attack, Superfang. Eigentlich auch ein Freitod gegen Gengar. Dann versuche ich es doch mal mit Dodri. Normale Attacken treffen ja nicht auf Geister. Von daher. Badadam! Dem Hump! You have proven your worth. Here, take the soul badge. Dankeschön. Now that you have the soul badge, the defense of your Pokémon increases. It also lets you surf outside of battles. Take this too. Make space for this child. Oh nein. Was haben wir denn? Nugget, Moonstone, Keylift, Iron, 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 Iron. Dankeschön. So, und ich krieg... Was für eine Attacke kriege ich jetzt nochmal von dir? TM6 Toxic, oder? Yes. Gut, dankeschön. Dann können wir einmal wieder hier runterlaufen. La 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 la. Hier sieht man es erstmal so richtig schön flackern, die Vergiftung. Einmal bitte heilen. Thank you. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe hier. Erster Stock? Ich wollte mal gucken, tränkemäßig. Super Potion, Revive, Super Repel, Antidote, Paralyze. Na, die haben auch nur Super.
Potions. Ich kaufe mir aber trotzdem mal so ein... Ja. Kann man so gut wie immer mal gebrauchen. Okay. Dann würde ich fast sagen... Fliegen wir noch einmal schnell... Neptar, Felsbrout, Laminar Town müsste es gewesen sein. Ja. Dip, 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 dip. Die schöne, schreckliche Musik, die tun wir uns gleich nur noch ganz kurz an im nächsten Part. Und dann geht's schön in den Tower of Ghosts. Aber bis dahin sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Na dann, tschüss.